handelt sich bei den Hubfahrern um den Sonntag-IRV. Unter dem Stichwort 3D-Fliegen abgehandelt. Es ist also schwierig, solche Manöver, die da nicht mehr Freiheiten zulässt. Man kann praktisch den Hubschrauber in jede Richtung bewegen. Dem ist es im Grunde völlig egal, ob man vorwärts, rückwärts oder seitwärts fliegt. Ein Rotor bildet eben eine Kreisfläche. Und da gibt es kein Vorne und Hinten, wenn man weiter rechts fliegt. Wäre das Risiko natürlich viel zu hoch, um das mal zu versuchen. Ja, da geht es jetzt noch voraus. Vielleicht über 100 Meter. Ja, wir können einen Hubschrauber so, ein Hubschraubermodell so beherrschen, dass bei den Fällen hier der Fall ist, dauert das natürlich eine Weile. Vielfach trainieren Modellhubschrauberpiloten auch. Flugsimulator, also PC, wenn man so will, hat dann den Vorteil, dass man mehr oder weniger aneignen kann, ohne dass irgendein Risiko eines Hubs besteht. Während der Hubschrauber, den wir vorhin gesehen haben,
einem modernen Kanalisatorsystem am Hauptmotor ausgestattet ist. Der fliegt im Grunde genommen gut bei der Landbahn. Des Heckrotors zumindest im Normalflug dann abnimmt. Ansonsten ist irgendwie das Fluggewebe tatsächlich noch von Hand. Von der Zeit uns mit diesem vorgezogenen Hubschrauber natürlich das kleine Ding, das er auch nicht Kevin auch schon wieder gelandet.